Leute, heute sind wir bei der Real PropTech Konferenz hier in Frankfurt. 1000 Leute werden sich in den nächsten 2 Tagen hier über die Zukunft der Immobilienbranche und der Baubranche unterhalten und sich vor allem mit den ganzen PropTechs aus Deutschland vernetzen. Und wir von der Real Estate Arena sind natürlich mitten dabei mit dem Real Car Talk und vielen spannenden Gästen hier bei mir auf dem Beifahrersitz. So, hallo Robert. Ah, hallo Hartwig. Fahren wir mal in der Runde. Fahren wir mal in der Runde, schneiden wir uns auch an. Das ist ein bisschen blöd hier mit dem Gipsarm, aber Robert, wie geht's dir? Sehr gut. Ja? Sehr gut. Das ist ja eine sehr spannende Veranstaltung. Ja, du hast sie gerade eröffnet, die Real PropTech Konferenz. Ihr seid hier ja Hauptsponsor, glaube ich, ne? Ja, Schirmherr. Schirmherr. Wieso ist das so wichtig für euch als KPMG? Ich glaube, weil wir als KPMG oftmals nur für unsere traditionellen Dienstleistungen gesehen werden, die ja Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Co. sind. Und als KPMG sind wir eben viel mehr. Wir sind Professional Services und da gehört auch Consulting dazu, da gehören viele Innovationsdienstleistungen dazu. Und deswegen ist das genau die richtige Veranstaltung, wo über die Innovation und die Zukunftsfähigkeit der Branche gesprochen wird. Und deswegen wollen wir auch unser Markenimage natürlich auch in diese Richtung weiterentwickeln. Und dafür sind wir hier. Zukunftsfähigkeit der Branche wird ja im Moment hoch und runter diskutiert. Ja. Die Immobilienbranche entwickelt sich more or less gerade so ein bisschen horizontal, einige Assetklassen gehen steil nach unten, anderen geht es noch ein bisschen besser. Stichwort Zukunftsfähigkeit. Woran hapert es eigentlich gerade in Deutschland? Ich glaube an dem Mut, in der Krise etwas zu bewegen. Wir kommen natürlich oftmals in so Krisenreaktionskräfte, das sind so, naja, wie wir sagen, Controlling, deutsches Controlling. Da versucht man dann durch Kostensenkungen, Kosteneinsparmaßnahmen und vieles seine Themen, seine Ausgaben in den Griff zu bekommen. Ist aber eigentlich schade, denn gerade in der Krise hat man die Chance, etwas zu investieren, nach vorne zu gehen, vielleicht auch die althergebrachten Vorgehensweisen mal in Frage zu stellen. Und die Prozesse und die Organisationen, man nennt es ja immer so neudeutsch Operational Excellence in der deutschen Immobilienwirtschaft, naja, wollen wir mal sagen, da gibt es dann doch noch vieles zu tun. Und diese Chance kann man in der Krise nutzen. Ist das sowas wie German Angst? Du hast das Wort auch in deiner Eröffnungskeynote benutzt. Ja. Also, und du hattest erwähnt, dass du ja auch eine europäische Verantwortung hast bei KPMG für die Immobilienberatung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und du siehst ja auch andere Nationen. Also was ist anders als in Frankreich? Was machen wir Deutschen anders als die Kollegen in Italien oder vielleicht auch in Osteuropa? Wir versuchen viele Dinge dann eben sehr schematisch abzuarbeiten und in bekannte Muster und Lösungsmuster zu machen. Wir lassen die Kreativität manchmal gar nicht zu, etwas anders zu denken. Wir hören ja immer wieder, ja, das haben wir immer schon so gemacht. Und dazu kommt aber leider auch oftmals die Worte, wir sind doch da schon so weit. Also für sich in einer einzelnen Unternehmung fühlen sich viele Führungskräfte gerade so, dass sie sagen, ich habe doch schon viel getan. Mhm. Das mag für das einzelne Unternehmen vielleicht ein Weg gewesen sein, den es gegangen ist. Wenn man jetzt mal aber auf einer globaleren Ebene sieht, dann sind wir in Deutschland nur sehr kleine Schritte gegangen, während andere Nationen sich oftmals an die großen Lösungen wagen. Wir versuchen immer, ich bringe das immer so als Beispiel, wir versuchen immer eine digitale Unterschrift auf ein Papier zu bringen. Mhm. Und das mit viel German Engineering. Mhm. Mhm. Und das Problem dabei ist, es wird uns aber nicht gelingen. Und dann am Ende stellen wir fest, dass irgendwelche technologischen, regulatorischen Hürden oder vielleicht auch manchmal das Praktikable nicht funktioniert. Andere denken, andere Nationen, andere Kulturen denken oftmals den Gesamtprozess und wollen vielleicht auch nur mal eine 70% Lösung oder eine 80%. Dabei dann die künstliche Intelligenz ein und sind uns drei Schritte voraus. Und sind uns drei Schritte voraus, weil sie es komplett den gesamten Prozess und nicht den einzelnen Schritt machen. Und das sieht man auch teilweise hier auch an der PropTech-Landschaft und an der deutschen ERP-Systemlandschaft, die wir zur Verfügung haben. Wir haben ganz viele Einzellösungen, die an sich immer sehr gut sind, aber in der Gesamtheit einer Wertschöpfungskette oftmals nicht mehr administrierbar sind und deswegen langfristig keine Chance haben zu überleben. Aber sag mal, da jetzt stöhnen viele Immobilienunternehmen, aber sie müssen darin, in dieser ERP-Systeme sind wahnsinnig alt und nicht leistungsfähig, dann muss es da doch ein wahnsinniges Potenzial geben, auch was Kosteneffizienz angeht, oder nicht? Ja, natürlich. Wir haben vor 2 Jahren eine Studie geschrieben, Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft oder insbesondere in der Wohnungswirtschaft.
Und da kam raus, dass die durchschnittliche Systemalter knapp 18 bis 20 Jahre ist. Und das sieht man ja allein schon, an so ein altes Auto kann man halt keinen neuen Spoiler dran stecken und keine neue künstliche Intelligenz dran bauen, weil einfach die Stecker nicht funktionieren. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir die grundlegenden Systeme modernisieren und nicht nur die und nicht nur den Systemwechsel machen auf die neue Release, also sowas Technisches, sondern dass wir anfangen, unsere Vorgehensweise, unsere Prozesse, unsere Organisation dabei zu hinterfragen und eine wirkliche Transformation zu starten. Aber sag mir, warum sind die Beharrungskräfte so groß? Warum sind die... Ich erlebe mehrere Unternehmen, die einfach nicht bereit sind, in die Transformation reinzugehen, wobei es auf der einen Seite vielleicht nachvollziehbar ist, weil es natürlich auch mit Finanzen zu tun hat und mit Kosten und mit Geld und Engagement. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es einfach auch eine Veränderungsunwilligkeit, die Bockigkeit geradezu. Ja, weil die Immobilienwirtschaft natürlich sehr auf Immobilien fokussiert ist. Das heißt auf den Betrieb der Gebäude, auf die Verwaltung, auf das Asset Management. Die Systeme, die da dahinter liegen, sind oftmals nicht die Kerntreiber einer Operations. Mhm. Und was kann denn Schlimmeres passieren, als dass diese Operation schief geht? Und ein großes Transformationsprojekt, sei es bei Microsoft, SAP oder anderen Systemherstellern, bindet Kapazität, die eh knapp ist. Sie sorgt dafür, dass man, das ist ein Einmalprojekt, once in a lifetime, sage ich dazu immer. Und muss man sich denn diesem Risiko stellen? Und da sagen viele nein. Das kann ich noch aussitzen, die nächste Management-Generation. Und ja, die aktuelle Management-Generation ist oftmals nicht in IT-affinen Denkweisen und Prozessen aufgewachsen, sondern in Immobilienprozessen. Und erst die nächste Generation wird wahrscheinlich diese IT- und Digitalisierungsaffinität haben, um die Angst vor dieser Transformation, vor dem Scheitern eines IT-Projekts wieder abzulegen und das dann auch durchzuführen. Mhm. Welche Rolle spielen solche Events wie die Real PropTech-Konferenz dabei oder auch andere Netzwerkveranstaltungen, Plattformen, Messen? Sie können die Angst nehmen, weil man, wenn man ehrlich miteinander ist, man kann ja auch diese Fuck-up-Stories, wie sie immer so heißen, die kann man ja auch umdrehen und sagen, was habe ich daraus gelernt, was kann ich Positives, damit das nächste Mal nicht mehr passiert. Und das hilft gerade auch, diese einzelnen Player hier zusammenzukriegen, die, sage ich mal, Missstände in der Integration zu beheben, größere Ökosysteme und Netzwerke zu schaffen und damit auch Alternativen für die Immobilienwirtschaft in der IT anzubieten. Also, weg mit der German Angst, mehr Mut, mehr Entschlossenheit und mehr Vernetzung? Mehr Vernetzung, größere Ökosysteme in Wertschöpfungsketten denken und nicht in Funktionen, nicht in Abteilungen, sondern wirklich die Transformation anzugehen. Es ist eine Reise, es ist eine sehr lange Reise und die kann auch beschwerlich sein. Da gibt es auch mal den einen oder anderen Abschnitt einer Reise, der vielleicht nicht so gut verläuft. Aber wenn man sich einen Plan macht, ich sage immer eine Digital Roadmap aufbaut, dann kann man daraus Maßnahmen, Vorgehensweisen, Projekte ableiten. Man kann ein Budget daraus ableiten und das dann auch mal auf die Zeitachse verteilen. Und auf einmal werden große Investitionsvolumen handhabbarer, kleiner, machbarer in die richtige Reihenfolge. Und so eine Digital Roadmap hilft einfach, so wie beim Autofahren die Straße, das Ziel zu erreichen. Das ist das Stichwort. Ziel haben wir erreicht. Wir sind wieder da. Wir sind einmal hier über den Campus gefahren. Und vielen Dank, Robert, dass du hier beim Real Car Talk mein Gast gewesen bist. Die nächste Real Estate Arena ist im Mai nächsten Jahres. Wir haben parallel den Deutschen Städtetag bei uns auf dem Gelände mit 1500 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Und ich kann mir vorstellen, dass da natürlich auch das Thema Digital Roadmap gerade in der Verwaltung ein Riesenthema ist. Ich lade dich ein, dich persönlich und natürlich die KPMG bei der Real Estate Arena im nächsten Jahr dabei zu sein. Wie wir das genau machen, das können wir dann nochmal bereden. Aber jetzt sage ich erstmal, genieße als Schirmherr weiter die Real PropTech Konferenz. Vielen Dank, dass du dabei warst und wir sehen uns spätestens. Danke für die schöne Runde hier. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, ciao.